Fettposenbauch kann aus verschiedenen Gründen sehr belastend sein. Nicht immer erreicht man alleine durch Sport und Diät die gewünschte Figur. Wenn konservative Maßnahmen nicht weiterführen, kann eine Operation die Konturen des Bauchs durch einen Fettabsaug effektiv und nachhaltiger verschönern. In Deutschland gehört die Fettabsaug zu den häufigsten durchgeführten ästhetischen chirurgischen Eingriffen. Das Fettgewebe der Bauchwand wird im Wesentlichen in eine oberflächliche und eine tiefe Schicht unterteilt. Die Fettabsauge der Bauchwand verhindert vorrangig die tiefe Fettgewebeschicht. Hier auf diesem Bild wir sehen, in Blau markiert, das ist die oberflächliche Fettschicht und hier das ist der tiefe Fettschicht. Und in Rot, das ist jetzt ein paar Punkte hier gemalt, das sind die Bauchmuskulatur. Zur Freilegung der Bauchmuskel kann auch die oberflächliche Schicht abgesaugt werden. Wichtig dabei ist ein behutsames Vorgehen und die Kenntnis über die umliegenden Strukturen, wie zum Beispiel Gefäße und Nerven. Ziel einer Fettabsauge am Bauch bei der Frau ist eine straffe Bauch. Diese Operation kann zu einem betonten Teil verhelfen. Neuere Techniken können mehr erreichen. Die High-Definition-Liposkulptur verfeinert beispielsweise die Konturen. Dabei wird eine Vertiefung in der senkrechten Bauchmittellinie oberhalb des Bauchnabels in der sogenannten Champagnerinne sowie seitlich der geraden Bauchmuskulatur betont. Ich zeige Ihnen, was ist das? Hier. In diesem Bereich hier, das ist Champagnerlinie. Und hier, das ist der Laterallinie, das wir betonen können mit einer Fettabsaugung. Um harmonische Proportionen zu bewahren, sollte Ihr Venushügel bei einer Fettabsauge mit berücksichtigt werden. Viele Patienten haben auch hier an der Venushügel ein bisschen Fettdepot. Und bei einer Fettabsaugung müssen das, wie ich schon gesagt habe, das ist berücksichtigt. Zur Verbesserung der Hautspannkraft und zur Behandlung von Schwangerschaftsstreifen kann eine Mikronidelbehandlung ergänzend durchgeführt werden. Haben Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema oder wünschen Sie sich ein persönliches Beratungsgespräch in unserer Praxis? Dann buchen Sie gerne einen Termin auf unserer Website hier www.centerplus.de. Dort finden Sie viele weitere Informationen zu Fettabsaugen. Die Links dazu finden Sie auch in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.